ein Experte in ganz unterschiedlichen, in einer ganz unterschiedlichen Form. Mit zu dem Spannenden ist einfach auch hier der persönliche Lebensweg. Ein zunächst durchaus herkömmlicher Lebensweg und dann ein sehr einschneidendes persönliches Ereignis mit Nahtoderlebnis, ein Flugzeugabsturz, der dann irgendwie so der Holzhammer war und das Leben komplett verändert hat, das Bewusstsein komplett verändert hat, die Ausrichtung, die Schwerpunkte komplett verändert hat. Also ein Leben, was in Anführungsstrichen so schien, als ob es plötzlich in die Vollkatastrophe sich entwickelt. Und trotzdem war diese Vollkatastrophe der Turbolader dafür, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Kolloidales Silber ist ein Thema von Uwe Reinelt, die Transformation selber, die Veränderungen in dem Prozess, in dem wir im Augenblick leben, ein weiteres Thema. Wer sich Zeit und Muße hat, mal seinen siebenstündigen Vortrag sich anzuhören, der kriegt dort wirklich eine geballte Ladung von Wissen und Veränderung und Darstellung dessen in einer Zeit, in der wir im Augenblick leben und in der wir hinein uns entwickeln, wenn wir denn das wollen, wenn wir da mitmachen wollen. Und das wird das Gegenstand des folgenden Vortrags sein. Freut euch auf Uwe Reinelt. Ich möchte heute das Thema Gesundheit mal in einen etwas übergeordneten Rahmen auch stellen. Und zwar möchte ich es in Verbindung bringen mit dem Transformationsprozess, den die Erde gerade durchmacht. Die Erde transformiert von der dritten in die fünfte Dimension. Ich werde für Menschen, die sich noch nicht so tief mit dem Thema befasst haben, nachher noch ein paar Worte dazu sagen, was hier eigentlich vor sich geht. Und ich werde aber nicht nur diesen großen Zusammenhang herstellen, sondern ich werde auch ganz konkrete Themen, Gesundheitsthemen noch erzählen, und zwar über kolloidales Silber. Ich werde auch noch mal auf die Wirbelsäule eingehen, weil das Thema mir persönlich nicht nur als Therapeut sehr, sehr wichtig geworden ist, sondern weil ich selbst bei meinem Flugzeugabsturz die Wirbelsäule total kaputt hatte hinterher. Und die Diagnose war letztlich Krüppel. Also wer mich damals im Rollstuhl gesehen hat, der würde das nicht für möglich halten, dass ich heute hier stehe. Und da ist wohl Angie nicht ganz unschuldig dran an dieser Geschichte. Ja, und ich werde auch ein Thema Allergie heute noch behandeln. Man kann heute in Eigenverantwortung, in Selbstverantwortung, in Eigenbehandlung jede Allergie loswerden innerhalb von 3 Monaten. Ganz am Schluss werde ich noch ein ganz faszinierendes Gerät vorstellen, mit dem in den 30er Jahren schon gearbeitet worden ist in Paris von einem Dr. Lakowski. Das jetzt wieder nachgebaut werden konnte und das einiges an Gesundheit zu generieren vermag, was man möglicherweise nicht mehr für möglich gehalten hätte. Die Transformation der Erde und ihrer Bewohner in die fünfte Dimension, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt eine schöne Metapher von Dieter Bröers, ein bekannter Biophysiker, der hat das mal so beschrieben: Wir waren alle mal Fische in einem großen göttlichen Ozean und haben uns nicht voneinander getrennt empfunden, auch nicht vom Göttlichen getrennt empfunden. Wir waren ein Kollektiv, ein göttliches Kollektiv, das nach kosmischen Gesetzen und nach dem göttlichen Willen gelebt hat. Und dann hat eine kleine Gruppe von Fischlein beschlossen, in die Erfahrung des freien Willens zu gehen, also in das Spiel des freien Willens einzutauchen. Und diese Fischlein haben sich dann sozusagen ein kleines Aquarium in diesem großen göttlichen Ozean gebaut, ein dreidimensionales, sind dann hineingeschwommen und dann ging die Tür zu und das Ergebnis sehen wir heute, was draus geworden ist. Unfassbar. Also ich glaube, die Grenzen des menschlichen Wahnsinns sind bei weitem längst überschritten. Wir müssen uns jetzt ganz, ganz schnell besinnen und wir müssen uns auch daran erinnern, die Angie hat schon angedeutet, nicht auf irgendjemanden zu warten von außen, sondern wir sind die, auf die wir gewartet haben. Punkt. Das Spiel des freien Willens in der dritten Dimension hat dazu geführt, dass die dritte Dimension dominiert war vom Ego. Dass die dritte Dimension zeichnet sich aus durch Gegensatzpaare.
Aber ich glaube, das Allerschlimmste, was uns passiert, ist wirklich diese Überentwicklung des eigenen Egos und sich das von sich, von anderen sich getrennt empfinden und vom Göttlichen sich getrennt empfinden. Wir sind nicht getrennt, wir waren es nie. Das ist nur diese absolute illusorische Matrix, in die wir hier in die dritte Dimension hineingestürzt sind. Und jetzt ist von einer ganz hohen Regie entschieden worden, dass das Spiel des freien Willens beendet wird und dass wir wieder in eine Dimension aufsteigen, in der wir wieder in ein Kollektivbewusstsein kommen, in der wir wieder zu Herzensmenschen werden, in der wir wieder erkennen, wer wir wirklich sind. Da werde ich nachher auch noch mal was dazu sagen, weil viele Menschen definieren sich ja nur über ihren Körper oder nur über ihren Beruf oder nur über ihren Namen. Ja? Es geht weit, weit, weit über das hinaus, was du wirklich bist. Wir stecken in diesem Transformationsprozess mittendrin, sozusagen im Geburtskanal. Also wir haben die Gebärmutter schon verlassen, wir stecken im Geburtskanal Richtung der fünften Dimension. Es scheint im Moment noch sehr zäh zu gehen, aber irgendwann verlassen wir diesen Geburtskanal und dann wird alles sehr, sehr schnell gehen. Parallel zu diesem Transformationsprozess passiert ja gerade etwas mit den Menschen, nämlich eine massive Bewusstseinserweiterung. Es wachen unglaublich viele Menschen gerade auf. Ja? Und am Ende dieser Bewusstseinserweiterung wird ein Bewusstseinssprung stehen. Und ein Bewusstseinssprung ist ja auch nichts Langsames. Also man kann nicht langsam vom Hochhaus springen. Das wird dann auch sehr, sehr schnell gehen, dass sozusagen mit einem Schlag unsere gesamten dreidimensionalen Wahrnehmungsfilter weggeblasen werden. Und das wird nicht jedem sehr gut bekommen, wenn er nämlich die Dämonen sieht, die er selbst erschaffen hat. Ich sage immer, es wird ein Wunder geschehen, aber das muss man aushalten können. Ja. Eine andere Metapher hat uns Plato schon gegeben mit seinem Höhlengleichnis. Also wir sind in der dritten Dimension hier unten gefesselt. Wir sitzen da. Und wir schauen hier diese Wand an und da bewegt sich irgendetwas und das halten wir für unsere Realität. Also man spürt das schon, ne? Das hat mit Realität eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Vorspiegelung einer Matrix und genau in so einer vorgespiegelten Matrix stecken wir hier in der dritten Dimension drinnen. Und dann kommt irgendein freundlicher Mensch, bindet uns los von den Fesseln und führt uns mal hier hinten vorbei und da sehen wir, Mensch, hier brennt ja ein Feuer und da steht einer, der macht diese Bewegungen, die wir dann da an der Wand gesehen haben. Ja? Aha, denken wir jetzt, das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit. Und werden kurz darauf eines noch Besseren belehrt, indem wir die Treppe hochgeführt werden, aus dieser Höhle herauskommen und diese unendliche Helligkeit und diese unendliche Weite plötzlich vor uns haben. Und da wird es ganz, ganz vielen Menschen wahrscheinlich so gehen, dass sie sich ganz schnell in die Komfortzone der dritten Dimension zurückwünschen. Weil das muss man wirklich aushalten können. Es kommt etwas Unglaubliches auf die Erde und auf die Menschen zu. Wir erwarten ein kosmisches Ereignis. Ich kann das auch nur ein bisschen spezifizieren. Und das steht vor der Tür. Ich kann keinen Zeitpunkt nennen, das kann kein Mensch. Aber es steht vor der Tür. So viel kann ich schon dazu sagen. In diesem Transformationsprozess werden wir durch interkosmische Einflüsse ganz massiv beeinflusst und begleitet. Und diese interkosmischen Einflüsse sind zum einen ein Synchronisationsstrahl aus dem Zentrum der Galaxis, der einzig und ausschließlich auf die Erde ausgerichtet ist. Also das ist für mich schon Wunder genug, um hier sehr demütig zu werden. Synchronisation heißt ja nichts anderes als Anpassung. Und dieser Synchronisationsstrahl besteht aus Gammastrahlung, also aus der härtesten Strahlung, die wir überhaupt kennen. Und was dieser Synchronisationsstrahl bezweckt, ist nichts anderes, als uns an die hohen Schwingungen der fünften Dimension sukzessive anzupassen. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus sind Sonnenstürme und Sonnenwinde. Und diese Sonnenstürme und Sonnenwinde sind ja elektromagnetische Stürme und wir sind ja durch und durch bis ins kleinste Atom hinein elektromagnetische Wesen. Und dass diese elektromagnetischen Stürme unseren Körper, unseren Geist, unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen, ist eigentlich ganz einfach wissenschaftlich herleitbar. Ich möchte mal die NASA zitieren zum Thema Synchronisationsstrahl.
Also man kann sich, wenn man auf die Milchstraße draufschaut, sich das wirklich so vorstellen, dass vom Zentrum dieser Strahl ausschließlich auf die Erde ausgerichtet aufscheint. Und schon 2008 ist in einem NASA-Newsletter dieser Text erschienen zum Thema Synchronisationsstrahl. Eine Energiewelle von nicht möglich gehaltener Intensität, kurzzeitig so intensiv wie die Energie des gesamten Universums, ist wie ein Taschenlampenstrahl vom Zentrum der Galaxis direkt und nur auf die Erde ausgerichtet. Vergleichbar mit einem überdimensionalen Scheinwerferkegel, der direkt auf die Erde gerichtet aufscheint und dessen Strahlen sich in den letzten Jahren um mehrere 100% erhöht haben. Auf diesem Bild siehst du ein etwas älteres Teleskop, ein Sonnenteleskop, das die Sonne beobachtet. Und das hat noch eine Blendscheibe hier in der Mitte. Und dieser weiße Kreis im Zentrum hier ist die tatsächliche Größe der Sonne. Die hat 1,5 Millionen Kilometer Durchmesser. Und was du hier siehst, das ist ein sogenannter koronaler Massenauswurf, also eine riesenmächtige Explosion von Sonnenplasma, die hier mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit beträgt hier bis zu 4 Millionen kmh, ins Weltall geschleudert wird. Hier ist das Teil schon größer als die Sonne selbst, also größer als 1,5 Millionen Kilometer Durchmesser. Und wenn ein solcher koronaler Massenauswurf das Erdmagnetfeld trifft, dann wird dieses Erdmagnetfeld völlig verformt und es kommt zu sogenannten Feldanomalien. Und diese Feldanomalien wirken sich dann auf unser ganzes Denken und Fühlen auch aus, weil wir eben elektromagnetische Wesen sind. Also diese beiden Komponenten helfen uns, dieses Prozedere durch diesen Transformationsprozess zu überstehen, wobei der Synchronisationsstrahl unsere Energie und unsere Schwingung erhöht und die Sonnenstürme dafür sorgen, dass sich unser Bewusstsein erweitert. Also man hat mittlerweile richtige Studien erstellt, was für Effekte an Tagen hoher Sonnenaktivität auftreten. Einmal passiert da was ganz Eigenartiges, nämlich dass die Selbsteinweisungsquoten in die Psychiatrien an solchen Tagen ansteigen. Also die Leute gehen tatsächlich freiwillig zum Psychiater oder direkt in die Psychiatrie und sagen, können Sie mir bitte helfen, ich habe das Gefühl, ich halluziniere oder ich habe einen Husch. Also ja, erstaunlich. Die Psychiater haben sich immer gewundert, warum an bestimmten Tagen die Leute Schlange stehen und dann wieder wochenlang Ruhe ist, ne? Dann haben die sich aber mal mit Astrophysikern zusammengesetzt und dann kam ein ganz signifikanter Zusammenhang heraus, dass es tatsächlich so ist. Es kommt an so einem Tag auch zu überproportionalen Anstiegen von Unfällen, von Herzattacken. Klar, Herz total elektromagnetisch. Ne? Das sind die Tage, da hörst du den ganzen Tag das Blaulicht. Das hört man nicht. Ich meine das Martinshorn. Ja? Von früh bis spät. Das kennst du aber. Ne? Es gibt Tage, da hörst du es wirklich den ganzen Tag und dann ist wieder tagelang Ruhe. Und wenn du dann auf die Sonnenbeobachtungsseiten gehst, siehst du wieder einen ganz klaren, signifikanten Zusammenhang von Gesundheit, Krankheit und Sonnensturm. An solchen Tagen kommt es auch bei vielen, vielen Menschen zu Verwirrungszuständen bis hin zu regelrechter Entrückung. Ja? Das sind die Menschen, die dann mit 40 km/h auf der Landstraße fahren und das nicht mehr merken. Ich habe kürzlich beim ganz starken Sonnensturm eine Frau gesehen, die ist auf dem Gehweg auf die Knie gesunken und machte dann diese Figur und merkte das aber auch nicht wirklich, was sie da tat. Ja, es ist hochinteressant, diese Zusammenhänge zu betrachten. Aber auf der anderen Seite kommt es bei anderen Menschen wieder, deswegen versus, zu Entdeckungen, Erfindungen, Erkenntnissen, gerade hin Erleuchtungen, ja. Und ob das eine mit dir passiert oder das andere, das hängt einfach ein bisschen mit deinem eigenen Schwingungsniveau zusammen, das wiederum davon abhängt, wie weit du dich schon eingelesen hast in Ernährungspläne, in spirituelle Themen, in Energiearbeit und so weiter. Und diese ganzen interkosmischen Einflüsse machen auch etwas direkt mit unserem Körper. Und wir nennen das mittlerweile ganz liebevoll den Lichtkörperprozess.
Und ich möchte einfach nur ganz willkürlich ein paar Symptome herauspicken, die mir sehr, sehr häufig berichtet werden. Und ich mache das natürlich immer im Zusammenhang auch mit der Sonnenbeobachtung. Ich beobachte die Sonne jetzt seit über 7 Jahren täglich und kann auch dazu sagen, dass auch nicht nur der Synchronisationsstrahl, sondern auch die Energie der Sonne um ca. 450% angestiegen ist. Also wer Augen hat, der sehe und wer Ohren hat, der höre. Dieser Prozess ist im vollen Gange. Ja. Kommen hier für Symptome vor? Zum Beispiel unerklärliche Schmerzen, die überhaupt keinen pathogenen Wert haben. Irgendwo ziehen am Körper und so, kann kein Mensch erklären. Es kann zu Reinigungsprozessen kommen, wie schmerzlose Durchfälle. Oder die Nase läuft auf einmal wie ein Wasserhahn. Ja. Es kommt ganz bei vielen Menschen derzeit zu Schwindel und Übelkeit, das überhaupt nicht irgendwie medizinisch zu erklären ist. Aber wie gesagt, wir brauchen uns ja nur daran zu erinnern, dass wir hier oben eben auch total elektromagnetische Aktivität haben, die dann über solche interkosmischen Einflüsse eben auch beeinflusst wird. Was ich beobachte, sind ganz viele Lösungen von familiären Bindungen, auch Trennung von Freundschaften. Was energetisch nicht mehr zusammenpasst, wird derzeit getrennt. Ich glaube, das hat Jeschua ben Josef, die Römer haben Jesus gesagt, auch mal in einem Satz gesagt, das Schwert wird mitten durch die Familien gehen. Und es kann sein, dass du an einem Tag total unter Strom stehst und Bäume ausreißen könntest. Ja, mach's nicht, die brauchen wir. Also lieber umarmen und deine Dankbarkeit über die Wurzeln in Mutter Erde schicken. Also totales unter Strom stehen versus einer völligen Mattigkeit, die du auch mit überhaupt nichts mehr erklären kannst. Also ist alles gut. Ja, ist alles drin. Ich erzähle das ganz bewusst alles, weil viele Menschen machen sich dann eben einfach große, große Sorgen. Und das hat nichts mit Alzheimer zu tun. Das ist eine Volksseuche, die durch diese interkosmischen Einflüsse uns alle, auch Kinder schon, betrifft. Ja? Ich bin immer wirklich heilfroh, wenn mich die Nachbarn nicht sehen, wenn ich morgens 5-mal vom Auto wieder in die Wohnung hochrenne. Aber das ist dann so krass, weil mir fällt im Auto ein, was ich vergessen habe und gehe dann hoch in die Wohnung und habe vergessen, was ich vergessen habe. Ja, aber dann sehe ich was anderes. Ne? Dann sehe ich was anderes, was ich auch vergessen habe, bin ganz stolz, nehme das mit runter und unten fällt mir wieder ein, was ich vorher vergessen hatte. Das nimmt krasse Formen an. Mach dir keine Gedanken. Kauf kein Ginkgo Biloba oder sowas, hilft nicht. Das gehört alles zu diesem Transformationsprozess dazu und ich glaube, wir sind auch tatsächlich in einer Situation, wo wir sehr, sehr viel vergessen werden dürfen und müssen. Schlafstörungen unterschiedlicher Art. Also bei mir ist die Nacht zurzeit wieder 3:30 vorbei. Da wache ich auf, bin glockenwach und dann muss ich aufstehen. Ach, du kennst das. Ja, beruhigt mich immer. Schön. Das Event, von dem ganz häufig die Rede ist im Internet, das sehe ich so, dass ein maximaler Sonnensturm eines Tages, und übrigens in letzter Zeit sehe ich Monstereruptionen, die hat es vor 6-7 Jahren noch nicht gegeben in der Form. Also wirklich riesenhafte Eruptionen. Und wenn eine solche Eruption unser Erdmagnetfeld trifft, dann gehe ich davon aus, dass das weggepustet wird. Jetzt hat man uns ja immer erzählt, das Erdmagnetfeld schützt uns vor den bösen Sonnenstrahlen. Ja? Ich wage zu behaupten, und da stehen auch mittlerweile Physiker dahinter, hinter dieser Vermutung, dass die Van Allen-Magnetgürtel um die Erde rum, dass das nichts anderes ist als ein Knast. Ein Knast, der uns vor der Erleuchtung bewahrt. Denn wir wissen, was passiert, wenn ein Sonnenwind hereinkommt. Der kommt nämlich mit einer Frequenz von 150 MHz, die moduliert sich auf die Erdresonanzfrequenz von ca. 8 Hertz auf. Und genau wenn das passiert, in hohem Maße, wird in unserem Gehirn ein Stoff gebildet namens, das muss man sich nicht merken, aber 5-Methoxymethyltryptamin wird von der Zirbeldrüse gebildet und genau das ist im LSD drin. Also das ist nichts anderes als eine Bewusstseinserweiterungsfrequenz. Und wenn das als Maximalereignis kommt, und das wird kommen, dann erleben wir einen kollektiven Bewusstseinssprung, innerhalb dessen wir auch zur Selbsterkenntnis kommen, nämlich zur Selbsterkenntnis, wer oder was wir wirklich sind.
Und ich habe an dem Wort, das ich dir jetzt gleich zeige, lange rumgebastelt. Du bist in Wirklichkeit eine ewige, vollkommene, kosmisch-spirituelle, schöpferische Bewusstseinsheit. Ewig. Ewig. Du bist genau wie ich von Leben zu Leben hier gegangen und du hast genau wie ich alle Rollen, die es nur möglich ist zu spielen, auf dieser dreidimensionalen Theaterbühne durchgespielt. Wir waren alle mal Bettler, Huren, Mörder, Schlechter, Ärzte, Weise, Priester und was weiß ich nicht alles. Und wenn man das einmal begriffen hat, und ich habe es ja nicht nur begriffen, ich habe es ja erlebt bei meinem Nahtoderlebnis, du brauchst im Grunde genommen keinen Körper, ja? Dein Ich Bin, deine Seele, überlebt immer. Und man weiß ja auch, wenn ein Körper stirbt, dass der sofort um 30 bis 120 Gramm leichter wird. Und das ist genau die Elektronenfamilie, die als Trägermaterial, in Anführungszeichen, sozusagen für deine Seele dient, die diesen Körper dann verlässt. Und wenn du draußen bist aus dem Körper, du siehst ohne physische Augen, du hörst ohne physische Ohren, und vor allem, was mich am meisten fasziniert hat, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dir und dem Himmel, dem Gras, der Erde. Du bist alles, du bist alles. Und du bist mit allem verbunden. Und jeder, mit dem ich später auch darüber gesprochen habe, jeder Nahtoderlebte, ne, hat stereotyp gesagt, der Weg zurück in den Körper war wie der Weg zurück in den Knast. Aber offensichtlich durfte ich da noch nicht abhauen. Unter ganzheitlicher Gesundheit, holistischer Gesundheit, verstehe ich im geistig-spirituellen Bereich, das Ego gehen zu lassen. Das Ego war unsere größte Falle hier in der dritten Dimension. Urteilsfrei zu sein. Wenn du weißt, dass du alle Rollen hier durchgespielt hast und dass jeder andere Mensch ein Aspekt von dir selbst ist, dann hörst du auf zu urteilen und zu verurteilen. Solange wir urteilen und verurteilen, werden wir eine verurteilte Welt sehen. Eine ganz wichtige Herzensbotschaft von mir. In der Erkenntnis zu leben, dass jeder Gedanke erschafft, das ist keine Spekulation, das wissen wir spätestens seit der Entdeckung des Photons. Als der Experimentator nämlich sich ein Experiment nur erdachte und in dem Moment die Photonen dieses Experiment durchgeführt haben. Da ist es den Physikern wie Schuppen von den Augen gefallen. Jeder einzelne deiner Gedanken, und das hat auch was mit Gesundheit zu tun, selbstverständlich, erschafft qualitativ und quantitativ das, was in ihm enthalten ist. Nur in der energetischen Trägheit der dritten Dimension kommen deine Schöpfungen oft so spät und so entstellt zu dir zurück, dass du es nicht mehr als deine Schöpfung erkennst und vielleicht sogar angreifst. In der nächsten Dimension werden wir wieder voll bewusste Schöpferwesen sein, Mitschöpfer der Quelle, und unsere Schöpfungen werden in dem Moment, wo wir sie erdenken, direkt vor uns auftauchen. Das funktioniert hier in der dritten Dimension deswegen auch nicht, weil diese menschliche Rasse vor vielen, vielen tausend Jahren mal von einer 12-Strang-DNA auf eine 2-Strang-DNA heruntergen manipuliert worden ist. Das waren damals die Anunnaki, die das hingekriegt haben. Wir haben ja in unseren Zellkernen 97% DNA-Material, das einfach so funktionslos offensichtlich da drin rumschwimmt. Ne? Genau. Und auch das ist ein Prozess, den wir gerade alle durchleben, nämlich über diese interkosmischen Einflüsse. Wird auch unsere DNA gerade wieder aufgepeppt? Ja? Also hier sitzt, glaube ich, keiner mehr im Saal, der nur mehr noch 2 Stränge hat. Also wir sind so zwischen 5 und 8, sind wir, glaube ich, schon angekommen. Im gleichen Rhythmus geht unser Hirnpotenzial wieder nach oben. Also wir haben ja die letzten Jahrtausende nur 4 bis 8%, glaube ich, von unserem Gehirn genutzt. Das ist ja nicht im Sinn der Schöpfung, ja? Und auch das wird in diesem Transformationsprozess jetzt wieder hochgeschraubt. Kann man messen. Ja? Das geht exponentiell gerade nach oben. Wir gehen von 0 auf, oder von 4 auf 100 in ganz kurzer Zeit jetzt mit dem. Und wir haben übrigens in den letzten 2 Jahren so viel Informationen und so viel Wissen verarbeiten müssen, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte vorher. Also das ist mit dem Grund, einfach jetzt mal sich in die Gedankenhygiene hinein zu begeben. Ja,
und mal jeden Abend vielleicht eine Minute sich hinzusetzen und sich zu fragen, welchen Gedanken hätte ich wohl heute besser nicht gedacht. Dann fängt man an, sich zu ertappen. Das funktioniert ganz gut. Und dann kann ich einen Persönlichkeitscheck machen. Wo stehe ich eigentlich? Bin ich authentisch? Das heißt, bin ich echt und zuverlässig? Bin ich kongruent? Das heißt, stimmt mein Denken, mein Reden und mein Tun überein? Und bin ich aufrichtig und ehrlich? Die Angie hat es vorher schon angesprochen. Ja? Würde die ganze Menschheit einen Tag nicht lügen, hätten wir sofort das Paradies. Ganz wichtig auch, frei zu werden von Missgunst und Neid. Du hast alles. Es ist für dich gesorgt. Ja? Alles, was so Angst und Sorgen ist, völlig unnötig. Es ist für uns gesorgt. Und je mehr du ins Urvertrauen reinkommst, also frei von Angst wirst, desto mehr wirst du spüren, wie sich die Dinge fügen, wie genau immer das Richtige zu dir kommt. Ja? Wo entsteht denn Angst? Immer nur da oben in der Kalotte, in dem Häufchen Erde. Ja? Das macht mir Angst, aber wer entscheidet das? Na, ich, ne? Und ich kann einfach aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein wundervolles Gefühl, in so etwas wie im Urvertrauen anzukommen. Es ist einfach nur ein wundervolles Gefühl. Immer auch mit dem Hintergrund wissen, dass du eine ewige, schöpferische, kosmisch-spirituelle Bewusstseinsheit bist. Ja. Holistische Gesundheit bedeutet im seelisch-psychischen Bereich, mein Keller ist frei von Leichen. Was heißt das? Das heißt, ich habe all meine unvergebenen und unerlösten Prozesse angeschaut und aufgelöst. Wir können es uns in dieser Phase der Transformation nicht mehr leisten, Leichen im Keller liegen zu haben. Die kommen eh ans Licht. Die Sonne bringt es an den Tag. Ja? Das kommt eh alles ans Licht. Irgendwann stehen wir psychisch, geistig völlig nackt da. Und dann werden wir per Telepathie unsere Gedanken empfangen. Hast du was gesagt? Neu, aber denkt. Ja, so nach dem Motto. Ich bin in der Lage und bereit, bedingungslose Liebe zu leben. Bedingungslose Liebe ist die einzige Solution, ist die einzige Lösung für die Situation, in der die Menschheit gerade steckt. Die einzige. Aber Vorsicht, nicht auf diesen New Cage Licht und Liebe-Dings da reinfallen. Wenn ich irgendwo sehe, dass ein Übergriff geschieht, dann lange ich hin, dann greife ich ein. Das ist ja ganz klar. Ja. Ich sehe und entscheide aus dem Herzen heraus. Das hat ja Saint-Exupéry in dem kleinen Prinzen schon sehr treffend gesagt. Nur mit dem Herzen sieht man gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wir müssen den Weg vom Kopf ins Herz jetzt ganz, ganz, ganz schnell von mir aus per einer kleinen visualisierten Leiter schaffen. Und ganzheitliche Gesundheit bedeutet somatisch körperlich, in die Eigenverantwortung zu gehen. Wirklich die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, für meine Gesundheit zu übernehmen. Ganz, ganz wichtig. Und da ist natürlich die totale Regeneration der Wirbelsäule eine perfekte Methode, um damit anzufangen. Ja? Photonenreiche, basische Nahrung zu sich zu nehmen, das vertiefe ich jetzt nicht, gibt es Experten heute. In Bewegung zu bleiben, ja. Meine Diagnose war damals Krüppel, also Sie werden Ihr Leben lang schwerst behindert sein, hieß das von Seiten der Ärzte. Und heute sitze ich jeden Tag 2 Stunden im Sattel auf meinem süßen Islandpferd und genieße die Natur. Man kann zum Beispiel auch mal mit Sungazing anfangen, ne? Also mal direkt in die Sonne zu gucken. Wir nehmen über unsere Retina, hinten über die, wie heißt das, Netzhaut im Auge, nehmen wir Photonenmengen auf, das können wir über die normale Haut nicht schaffen, ja. Und ein Photon weiß alles, was dein Körper benötigt und kann das für dich synthetisieren im Körper. Da redet man auch von Lichtnahrung. Also ich esse noch eine Mahlzeit am Tag, das mache ich aber auch nur, weil ich noch Geschmacksnerven habe und gewisse Geschmäcker einfach sehr, sehr liebe. Ich müsste nicht mehr essen. Ja? Ich schaue einfach in die Sonne. Fang bitte, wenn du damit anfängst, mit der Abendsonne an, also nicht gleich mit der Mittagssonne, ist nicht so gut. Und du wirst merken, aber du gewöhnst dich sukzessive sehr, sehr, sehr schnell dran. Und mittlerweile ist es bei mir so, ich kann direkt in die Mittagssonne gucken und dann in den dunklen Raum und ich sehe alles scharf. Ja? Oder ich fahre gegen die Sonne auf einer nassen Straße, Sonne steht tief, Straße reflektiert, du kennst ja diesen Super-GAU. Ja? Ich brauche keine Sonnenbrille und keine Klappe. Ich bin nicht mehr blendbar. Und vielleicht im übertragenen Sinne auch nicht mehr verblendbar.
Also schmeißt eure Sonnenbrillen weg, ja, die Zeit des lichtscheuen Gesindels ist vorbei. Weiter gehört zu mich zur körperlichen Gesundheit, die Wirbelsäule als die Seele des Körpers zu verstehen. Wie gesagt, ich war schwerst verletzt an der Wirbelsäule, hatte lange Metall drin und Knochen vom Becken nach oben gefüttert und so. Die Wirbelsäule versorgt alle Organe und deswegen fange ich immer bei der Wirbelsäule an. Ja? Nicht bei irgendeinem Organsymptom, ich fange immer bei der Wirbelsäule an, ganz wichtig. Und die Verbindung mit der Natur wiederherzustellen. Wir sind Teil der Natur. Das haben so viele Menschen vergessen. Ja? Wir rennen nicht mehr durch die Wälder und jagen oder sammeln Pflanzen oder Wurzeln. Wir schlafen nicht mehr im Moos. Wir leben ein Leben in Schachteln. Yeah? Little boxes. My home is my Knassel. Und dann kommt die nächste Schachtel, das ist Auto. Und dann kommt die nächste Schachtel, das ist das Büro. Um Gottes Willen, was tun wir da? Wann hast du das letzte Mal einen Baum umarmt und deine Dankbarkeit und Liebe durch die Wurzeln des Baumes in Mutter Erde geschickt? Da passiert energetisch was, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Bäume schreien vor Freude, ja? Und Mutter Erde auch. Und wir haben, glaube ich, verdammt viel Grund, Mutter Erde sehr, sehr dankbar zu sein für das, was sie alles angetan haben. So, jetzt aber sonnige Aussichten. 4 konkrete Beispiele selbstverantwortlicher Wege in eine manchmal vielleicht sogar unmöglich erscheinende, aber dann doch eintretende Heilung. Zunächst mal das kolloidale Silber. Also dazu kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Ich bekam von einem Ingenieur einen Stapel Papier auf den Schreibtisch geschmissen und der sagte nur dazu, du kannst so Englisch, liest das mal alles durch. Und es waren alles Studien über die Wirkung von kolloidalem Silber, die in Amerika erstellt wurden. Ein Riesenberg. Und ich war dann der erste Mensch, der hier in Deutschland Fachartikel veröffentlicht hat über das kolloidale Silber. Das wäre mir beinahe nicht sehr gut bekommen. Du kannst dir vorstellen, warum. Aber ich habe eine Vision gehabt und Visionäre haben immer auch einen gewissen Schutz. Und ich habe die Vision einer Volksmedizin gehabt und heute ist es eine. In vitro, das heißt im Reagenzglas, gemachte Versuche haben nachgewiesen, dass kolloidales Silber zuverlässig über 650 Erreger abtötet. Also Antibiotika, tschüss, ne? Was Antibios heißt ja wieder das Leben. Ja, das entlarvt sich ja selbst. Ja, und warum? Weil ein Antibiotikum macht natürlich die Darmflora kaputt. Und genau die Darmflora, also unsere darmfreundlichen Bakterien, brauchen wir. Das ist ein essentieller Bestandteil unseres Immunsystems. Und genau die lässt das kolloidale Silber in Ruhe. Und man kann es vor allem als Wasserdesinfektionsmittel, in Anführungszeichen, kann man das sehr leicht selbst herstellen. Und es gibt nur eine Gegenanzeige, eine einzige Kontraindikation und das ist die Niereninsuffizienz. Also wenn die Nieren nicht mehr richtig ausscheiden, dann kann sich es mal in der Haut ablagern. Ja, aber sonst nicht, sonst ist es nierengängig. Zur Herstellung benötigt man einen kleinen Generator und ein Glas mit destilliertem Wasser. Und hier sind 2 Silberelektroden drin aus 99,99999% reinem Silber. Und hier wird sozusagen über ein galvanisches Verfahren werden winzig kleine Silbercluster gelöst. Die sind ungefähr 8 Atome groß, kann man nicht zeigen. Und die stoßen sich durch ihre positive Ladung gegenseitig ab und verteilen sich dadurch sehr, sehr gleichmäßig. Und das trinkt man dann einfach, kann man auch äußerlich anwenden. Ja? Was faszinierend ist, dass wir mit kolloidalem Silber auch antibiotikaresistent gewordene Keime erreichen. Also in Krankenhäusern geht die Angst um. Ich habe ja 40 Jahre im Krankenhaus verbracht, also als Pfleger und als Lehrer für Krankenpflege, nicht als Patient, Gott sei Dank. Und ich habe genau gesehen, was die Schulmedizin kann und was sie nicht kann. Und diese ganzen Resistenzen, das ist ein Horror. Das ist ein Horror, ja. Und damals habe ich einem Chefarzt das Angebot gemacht, kolloidales Silber herzustellen und bei diesen Resistenzen einzusetzen. Da hat er gesagt, lassen Sie mich mit dem Zeug in Ruhe, wir haben unsere Antibiotika. Irgendwann werden die danach schreien, vermute ich. Ja, draußen habe ich ein paar Exemplare von einem Buch, an dem ich mitgebastelt habe, kolloidales Silber. Das große Gesundheitsbuch für Mensch, Tier und Pflanze, mittlerweile in der 10. Auflage im VAK-Verlag erschienen. Und ich gehe gerade noch mal kurz zurück.
Diesen Generator gibt es unter dieser Adresse hier, das habe ich vergessen zu sagen, www.silberstab.de. Dort kann man auch fertiges, qualitativ sehr hochwertiges kolloidales Silber erwerben. Das nächste Thema heißt Allergien AD. Eine Allergie ist immer auf der Basis einer Störung im Gleichgewicht des darmabhängigen Immunsystems entstanden. Immer. Das wissen die Chinesen seit 5000 Jahren. Ja? Dass alles, was sich über die Haut oder auch über Schleimhäute äußert, also auch allergisches Asthma und solche Geschichten, das hat alles die Wurzel in einem entgleisten darmabhängigen Immunsystem. Und es gibt eine Lösung, die heißt Darmsanierungstrias nach Heilpraktiker Reinelt. Das ist eine Darmsanierung, die geht über 3 Monate. Die ist sehr, sehr gründlich und die putzt den Darm von oben nach unten durch. Und zwar mit ganz speziellen Quellkräutern. Der Dr. Gray war da ein Vorreiter in Amerika. Und das ist hier in Deutschland verfeinert worden. Das heißt Europa 2000, die perfekte Darmpflege. Das ist so ein Quellkräuter-Set, das kriegt man im Set und kann das bei dieser Adresse hier bestellen. Der zweite Schritt ist dann, etwa in der Hälfte dieser Darmreinigung eine zusätzliche Injektionstherapie zu machen, und zwar mit einem Lysat aus dem Kolibakterium. Das ist ein ganz bestimmter Botenstoff, der benötigt wird, dass die darmfreundlichen Bakterien wieder mit den Lymphfollikeln, also mit diesen Immunsystemteilen in der Darmschleimhaut kommunizieren können. Ja? Da gibt man ein Tröpfchen Eigenblut dazu und spritzt das dann intrapopulär. Und diese Kombination hat sich unglaublich, also es hat keine Allergie, hat sich getraut zu bleiben bei dieser Kombination. In einem dritten Schritt kann man dann noch eine gesunde Darmflora aufbauen mit Probionten. Hier nur ein Beispiel zu nennen, Biokult Compositum hat sich sehr in der Praxis bewährt. Also egal ob Heuschnupfen, egal ob Katzenhaarallergie, ja, ich frage überhaupt nicht mehr. Mir ist es wurscht, wenn die Leute sagen, ich habe eine Allergie, reicht mir das. Darmsanierung und tschüss. Also auch wieder eine wunderschöne Sache, die man selbst in die Hand nehmen kann, in Eigenverantwortung. Und letztlich möchte ich noch ein Gerät vorstellen, das ist wieder aufgetaucht. Das gab es in den 1930er Jahren in Paris von einem Arzt, Dr. Lakowski, nach den Erkenntnissen Teslas gebaut. Das ist ein Befeldungsgerät. Der Lakowski hat immer gesagt, Krankheit oder eine Krankheit, die Programmierung einer Zelle ist immer in der Zelle selbst, ja, ist also eine Störung in der Zellfrequenz sozusagen. Und dieses Gerät bietet sozusagen jeder Zelle den Uhrzeitcode an. Also man hat mit dem Gerät zum Beispiel genmanipuliertes Saatgut befeldet und die Genmanipulation ist rückgängig gemacht worden dadurch. Also kann man sich jetzt lebhaft vorstellen, was hier mit jeder einzelnen menschlichen Körperzelle passiert. Wir bestehen ja aus ca. 100 Billionen Zellen und jede Zelle schwingt in ihrer eigenen Frequenz. Und deswegen ist der Dr. Lakowski hergegangen und hat ein Gerät entwickelt, das sämtliche bekannten Zellfrequenzen abdeckt. Sieht so aus, da gibt es eine Sendeantenne, eine Empfängerantenne und da steht ein Stuhl dann in der Mitte und man sitzt dazwischen eine Viertelstunde. Ja. Es ist sehr gut dokumentiert worden, auch vom Dr. Lakowski, ich zitiere den auch mal gleich. Übrigens, wenn man das ganz aufdreht, entsteht so eine wunderschöne Blitzaura. Ja? Und wenn man da mit einer Leuchtstoffröhre in die Nähe kommt, dann brennt die. Ich zitiere mal ganz kurz ausschnittweise Dr. Lakowski. Dadurch habe ich einen Oszillator erhalten, welcher sämtliche grundlegenden Wellenlängen zwischen 10 cm und 400 Metern erzeugt. Das heißt somit sämtliche Frequenzen von 750.000 bis zu 3 Milliarden Hertz. Ich betone aber ausdrücklich, ach, das ist ein Teil der Dokumentation von Lakowski, ein Melanom, also der schwarze Hautkrebs hier im Augenwinkel bei einer über 80-jährigen Frau. Ja. Das war vor der Behandlung am 8. September und die Behandlung war dann vorbei am 19. November. Nach 2x10 Sitzungen ist dieser Hautkrebs völlig verschwunden gewesen. Und wie man sieht, das Gesicht ist völlig verjüngt. Ja. Das ist also neben möglichen Nebeneffekten, erwünschten natürlich, auch eine Möglichkeit zu verjüngern. Aber ich betone ausdrücklich, dass keine Heilversprechungen abgegeben werden und dass die Anwendung auf
eigene Verantwortung im Selbstversuch erfolgt. Also sind wir wieder bei der Selbstverantwortung, bei der Eigenverantwortung. Ja, also hier steht kein Therapeut, der dich mit irgendwas behandelt, sondern du kommst hin, das Gerät wird eingeschaltet und dann kannst du im Selbstversuch schauen, ob das irgendwas Erwünschtes tut. Ne? Vertiefende Informationen kriegt man hier auf dieser Webseite. Ich habe draußen auch eine CD liegen, da trifft ein Patient, der sich da selbst behandelt hat, ganz interessante Aussagen drauf. Ich halte ja normalerweise einen 6- bis 7-stündigen Vortrag über diesen ganzen Transformationsprozess und Dimensionswechsel. Den kann man buchen. Das geht einfach so, dass man mich anschreibt oder mich anruft und sagt, ich habe so und so viele Leute zusammen, schick mir mal ein bisschen Werbematerial, wir können hier in einer Räumlichkeit das machen und dann kommen wir einfach. In diesem Sinne hoffe ich, dass unsere Visionen der Liebe, unsere Visionen von Gesundheit, unsere Visionen von menschlicher Würde uns alle und die Erde heilen wird.